Hallo und willkommen zurück bei The Long Dark. Ja, wir sind jetzt hier in Episode 3 und sind bei der aktuellen Mission und zwar Folgen. Ja, beim letzten Mal hatte ich schon angefangen und leider nicht ganz fertig geworden, weil der Sturm hat leider verhindert. Oh, Moment, da stimmt was nicht. Hat leider verhindert, dass wir. Ah ja, okay. Wir haben einmal eine Verstauchung und einmal Schmerzen. Alles klar. Dann gehen wir doch mal in die Verbände und verarzten uns. Und die Tabletten nehmen wir auch gleich noch. Was gegen Schmerzen? Ja, bitte. Ja, da hatten wir uns leider auch verletzt beim Abstieg auf den Berg, beziehungsweise von dem Berg. Ja, auf jeden Fall, wir hatten Sturm und manches Mal ist es so, dass wenn ich auslogge und wieder einlogge, wenn ich da also weitermache, wo ich aufgehört hatte, dass der Sturm weg ist. Wenn nicht, dann gehört der Schneesturm wahrscheinlich mit dazu. Okay, der Schneesturm gehört dazu. Ja, gut, dann schauen wir jetzt erstmal in die Karte. Vielleicht ein bisschen spät. Okay, hier müssen wir hin und irgendwie müssen wir hier zu diesem Turm. Ja. Das bedeutet, im Sturm sehen wir natürlich so gut wie nichts. Und das bedeutet, wir kommen dort relativ schlecht hoch. Aber bisher habe ich es eigentlich auch immer geschafft. Also irgendwie wird das schon werden. Und jetzt ist nur die Frage, wie? Denn den Turm kann ich leider nicht sehen. Das heißt, ich habe keinen Hinweis darauf, wo es am besten ist. Mal versuchen. Zu versuchen hochzuklettern. Entschuldigung für die kleine Stolperfalle, die ich mir selbst gebaut habe. Und dann wollen wir doch mal schauen. So, hier sehen wir Äste und so weiter. Das ist schön. Aber das hilft uns erstmal nicht weiter. So. Denn ich hatte in vorherigen Folgen in der Episode 2, also 1 und 2, Episoden 1 und 2 habe ich schon fertig. Die könnt ihr euch auch ansehen, auch sehr schön. Und ja, es macht total Spaß. Am Anfang sehr schwierig, wenn man ganz neu ist. Allerdings wird das mit der Zeit etwas besser. Und ich hoffe, dass das hier auch funktioniert. Allerdings bin ich. Oh, schon wieder. Nein. Oh, nö. Moment. Verarzen wir uns doch nochmal schnell hier. Gibt's doch gar nicht. Moment, Moment, Moment. Haben wir. Jo, wir haben Schmerzen. Gut. Haben wir das geklärt? Nein, nicht heilen. Nein, 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 nein. Nochmal. Und los geht's. Gut. Jetzt müssten wir da irgendwie hochkommen. Das wäre echt schön. Denn ich vermute mal, dass es da auch ist. Oder? Nee, ich versuche mal lieber in die Richtung zu kommen. Sieht mir irgendwie schlüssiger aus. Ja, doch, das ist eine Idee, das machen wir. Das heißt, wir gehen hier mal möglichst vorsichtig lang. Und stellen fest, hier haben wir ein größeres Hindernis. Noch größer. Nein. Au! Nein! Das ist aber mal gut hier. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn das machen? Unfassbar. Schon wieder Schmerzen. Okay. Come on, come on. Aber ich glaube, ich habe keinen Verband mehr. Nein. Der ist mir ausgegangen. Bedeutet, wir stellen was her. Und während ich hier in der Kälte stehe, ist das natürlich gar nicht so gut. 10 Minuten brauchen wir dafür. Gut, in der Zeit frieren wir natürlich wieder. Und wie ich sehe, es wird langsam dunkel. Gut. Nein, da. So, verwenden. Bin hier mehr am Verarzten, als dass ich versuche, da hochzukommen, beziehungsweise es schaffe. Und noch ein Versuch. Bin mir gerade nicht sicher. Wir gehen mal ein bisschen runter.
Also wenn das mit dem Schneesturm hier so gewollt ist, dass es zu der Mission dazugehört, dort nicht so gut hochzukommen, dann würde ich sagen, dann wird jeder das Problem haben. Und ich hoffe, ich kriege das hier heute gelöst. Wäre echt schön. Und ja, wir laufen mal ein bisschen. Ah ja. Gut, nö. Da hole ich mir jetzt kein... Ah, ein Kletterseil. Wie cool ist das denn? Jo, hoch da. Mal gucken, ob wir vielleicht eine Spritze sprichwortig, nein, laufwortig brauchen, um das Seil hochzukommen, weil ich vermute, wir rutschen hier gleich runter. Oder? Na? Nein. Ausdauertechnisch, das sieht noch gut aus. Und wir sind oben. Gut. Sehr schön. Gut, gucken wir mal auf der Karte. Was? Okay. Das ist ziemlich weit hinten. Egal. Wenn es hilft. Oder sind wir jetzt ganz falsch? Die Richtung. Jo, wir gucken mal. Okay, das läuft. Das geht. Ja, ja, ja. Und ich kann leider noch nichts von dem Turm sehen. Und das ist ziemlich beunruhigend, muss ich sagen. Oh, wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Vielleicht hier? Wir versuchen es. Und zwischendurch auf die Karte gucken mal wieder. Ja, wir laufen natürlich völlig falsch. Ganz super. Aber ist das vielleicht sogar der richtige Weg? Ist er nur so hochkommen? Eine sehr gute Frage, aber irgendwie kommt mir das seltsam vor. Was ist in die Richtung? Und ja, fast richtig. Na, komm. Hi. Gut, nochmal die Position anpassen hier. Ja. Also ich probiere vorher normalerweise nicht aus, wie ich am besten dorthin komme. Also jedes Mal, was ihr seht, ist dann auch... Ah ja, oh, ganz schön dolle sogar. Ist also sozusagen jedes Mal das erste Mal. Ihr seht also mein erfolgreiches Ankommen oder mein Scheitern. Je nachdem, was zuerst kommt. Ja, ja, ich weiß, dass es kalt ist, aber wir versuchen den Turm zu erreichen. Und theoretisch sind wir fast da. So. Ja, das sieht gut aus. Und da ist ein Gebäude, da können wir uns aufwärmen. Da ist der Turm. Mit ein bisschen Glück können wir uns aufwärmen. Wie komme ich da rein? Bis jetzt habe ich noch... Ah, da. Ja. Ja, nee, bevor... Oh, noch ein Toter. Da gucken wir gleich nach. Erstmal rein. Uff. Ui. Okay. Wir haben es ein bisschen dunkel. Dann machen wir doch einfach die Laterne an. Während uns etwas wärmer wird, können wir hier wenigstens schon mal ein bisschen durchsuchen. Ah ja. Eine Fackel. Sofort einpacken. Metallregal, also die Kassette können wir nicht nehmen.
Arbeitshandschuhe. 39%, da sind unsere besser. Das lassen wir. Signalpatronen. Mhm. Drei Stück sogar. Ja, sehr hilfreich. Was haben wir da? Jo. Ein Stromkasten, wo wir nichts machen können. Nein, Metallschrott nehmen wir nicht mit. Zündbündel, nö. Aber die Fackel ist gut. Zündbündel, jedes Mal, wenn wir Stöcker zerlegen, also etwas größere Äste, dann... 57, nee, das ist unsere auch besser. Nein. Nö. Na, trinken ist gar nicht schlecht. Ja, das ist eine gute Idee sogar. Und mal schauen, was wir hier noch so vorfinden. Irgendwas, was wir hier benutzen können. Nein. Öl. Ja, am Staudamm, als wir am Staudamm gewesen sind, konnten wir ja noch den Schalter einschalten für zum Beispiel den Aufzug. Denn den hatten wir gebraucht, um weiterzukommen im Kapitel, also durch den Staudamm zu kommen. Ah ja, Revolverpatronen können wir gut gebrauchen. Eine Notiz. Was haben wir denn da? Alles geschah während eines Sturms, daher werden wir nie genau erfahren, was zur Hölle da genau los war. Wir wissen nur, dass wir jetzt von der Schnellstraße abgeschnitten sind, zwischen uns und dem Rest von Großer Bär liegen tonnenweise Felsen und Geröll. War es ein Erdbeben? Mag sein. Okay. Ja, wie ihr merkt, ich bin nicht gerade der große Vorleser. Und nehmen wir das mit? Nee, ich glaube nicht, nein. Deswegen, die kanadische Fahne. Sehr schön, denn das bedeutet normalerweise, dass hier irgendwas Wichtiges ist. Oder einfach nur, dass wir da sind, wo wir hingehören. Den müssten wir noch haben. Da ist ein Telefon. Sehe ich... Was? Nein. Kaffee könnte auch was Gutes sein. Mit dem Nutzen? Nein. Okay. Da können wir auch nichts machen. Das Metallregal möchte ich nicht zerlegen. Nochmal Tee, den brauchen wir immer noch nicht. Da haben wir noch was zu essen. Trinken haben wir auf jeden Fall genug. So, das essen wir doch am besten gleich. Dann haben wir auch nicht zu viel Gewicht oder nicht so viel Gewicht, was wir mitnehmen. Und wir könnten uns hier auch ausruhen. Was wiederum bedeutet, dann wären wir wieder am Tage. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Aber erstmal gucken wir hier die Sachen durch, bevor wir genau das tun. Lampenöl nehmen wir mal mit. Nein, nein, nein. Offen war alles nicht. 97%. Boah. Kann man machen, aber unseres ist auch in Ordnung. Stoff ist gut, ja. Zeitungspapier würde ich jetzt gerne darauf verzichten. Die Fackel nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch im Fernseher, der nicht geht? Ja. Ah, das können wir benutzen. Hui, das ist ungeschickt. Wieso ist jetzt... Nein. Ungeschickterweise ist jetzt natürlich auch noch die Laterne aus. Strike off for the mine Father Tom mentioned in the morning. It's time to say bye to Pleasant Valley. Okay. Sie legt sie von alleine hin. Auch schön. Und jetzt hat sie scheinbar die Augen zu. Also ich sehe selbst auch nichts. Ah, nee, doch nicht ganz.
Radio. Ah. It's working. Es muss Nacht sein. Damn. Why can't I get anything? Ja, die seltsamen Lichter führen dazu, dass wir dann Strom haben. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? Mackenzie. What do you mean quarantine? Mackenzie, is that you? Is there a doctor with you? We need a doctor. Or medical assistance. Anything. I can hear him, but he can't hear me. We're cut off. We're alive. Damn, Mackenzie. You're alive. And on your way to Perseverance Mills. I've got to get there. Okay. Electricity. Jetzt das Telefon. Dann nehmen wir doch mal den Hörer. Bestimmt wieder Molly, oder? We have a lot in common, you and I. How's that? We both left our men behind. We both went to be alone. We're both hiding from our pasts. I don't know what you mean. Yes, you do. I didn't kill him, you know. I wanted to. So many times. I just never had the courage. And as bad as it got at times, at least I wouldn't be alone. Being alone would be worse. That's what I told myself. I don't judge you, Molly. I didn't kill him, but I may as well have. I watched while the wolves surrounded him. I knew what was coming. I had a rifle in my hands. I could have helped them. Molly. It all happened in slow motion, you know, like a ballet. They were so quiet. And confident. Like there was no other way it could end. And I just stood there. Yelling at me to shoot. I couldn't. They circled. And then they were on him. Like a force of nature. Molly, why are you telling me this? Because it's important for someone to know. For someone to know what? That I don't regret it. Not for a second. The convict. Outside with the arrows in his back. That your handiwork too? Yeah. They're all gonna pay now, Astrid. Who are? All of them. We've been in the background, in the shadows, invisible, overlooked for too long. Not anymore. I'm not sure revenge is the answer, Molly. Maybe not. But it'll do for now. Feels good to be on this side of the hunt. So I'm making up for lost time. Take care of yourself, Doctor. You too, Molly. Tell me one last thing. Your pilot. The one you left behind. You one of the good ones? Yes, he is. But things are... Let's just say, I wouldn't want to find him with an arrow in his back. Then I hope to never meet him. It's been good talking with you, Astrid. For a little while, you took the loneliness away. I hope you find what you're looking for. I hope you can help those people at Perseverance Mills and find some peace for yourself. Thank you, Molly. I hope you can find some peace, too. Ja, gut, nicht jetzt unbedingt so sehr interessant gewesen. Also irgendwie, jetzt haben wir auch Licht, das ist schön. Gut, ich wollte nämlich gerade die Laterne rausholen, aber die können wir ja zumindest mal startklar machen. Für das nächste Mal. Ja. Wo ist er? Da. So, und wir füllen die natürlich auf. Wir haben ja reichlich davon da. Und... Nee, nicht ablegen und so weiter. Verwenden wollen wir sie auch nicht. Was haben wir denn da? Nö, das Schusswaffenputzett.
brauchen wir, glaube ich, nicht. Da hatten wir schon reingeguckt. Habe ich irgendwas übersehen jetzt hier? Ja, wie ihr gesehen habt, also die Fahne ist der Hinweis. Also hier ist irgendwas Wichtiges und das war scheinbar das Radio. Oder auch das Funkgerät, wie auch immer. Und ich würde sagen, bevor wir zurückgehen, werde ich Astrid nochmal ausruhen. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge auf dem Weg zurück, beziehungsweise weiter. Also bis dahin, nehmt noch ein Abo mit, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich was Neues habe. Und ein kleines Kommentar oder einen kleinen Daumen hoch wäre auch sehr schön. Würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!